Ja, es gibt viel zu erzählen. Es gibt viel, was gestern passiert ist. Ich habe ja noch den Post gemacht. Und jetzt wollte ich euch mal kurz noch bisschen mehr erzählen. Was war los gestern? Gestern war ja Montag. Montag ist ja der Tag nach dem Coaching am Sonntag. Im Moment sind wir im Bigger Game. Und da hat es irgendwie Boom gemacht. Es ist so tief gesunken, es ist so tief gesickert, diese Erkenntnis, diese Wahrheit, dass es nur um selbst geht. Dass es darum geht, wer ich glaube, dass ich selber bin, wer ich glaube, was ich wahrnehme, was ich sehe. Und alle wissen, was. Das ist immer, dass es alles ist so, wie du glaubst. Und keiner kann wirklich was davon anfangen. Nicht keiner, sondern die wenigsten können wirklich was damit anfangen. Alles ist so, wie du glaubst. Es geschehe dir nach deinem Glauben. Alle kennen das, alle sagen es immer wieder. Und die allerwenigsten wissen, was es wirklich bedeutet. Was es bedeutet. Ich ist da drin, alles ist da drin, alles ist da drin, was ich, wenn ich es jetzt auf mich beziehe, glaube. Ja, alles, was ich glaube, ist so. Es ist so, wie ich es glaube. Und es geht nämlich nicht darum, dass ich dir etwas glaube oder dass du irgendjemanden etwas glaubst oder dass du mir etwas glaubst, sondern es geht um deine allertiefsten Überzeugungen. Und das ist das, was du glaubst. Das ist das, was dir Power entwickelt. Überdimensionale, außergewöhnliche, irdische Power. Deine tiefste Überzeugung. Und das ist so viel mehr als das, was du glaubst. Deine allertiefste Überzeugung. Und diese allertiefste Überzeugung nennen manche Unterbewusstsein. Aber das impliziert auch, dass es irgendwo da unten, hinten, tief, tief drin ist. Und es ist tief, tief drin. Aber es ist doch so klar da. Es ist doch so klar da, weil es zeigt sich im Außen. Im Außen zeigt sich zu 100 Tausend, Millionen, Milliarden Prozent, deine allertiefste Überzeugung. Das ist das ganze Geheimnis dieser Sache. Das ist das ganze Geheimnis dieses Satzes. Alles ist, wie du glaubst. Und wenn du nicht weißt, was du wirklich glaubst, wovon du überzeugt bist, weil ich kann ja glauben, dass morgen gutes Wetter ist. Ja, das kann ich glauben. Ich kann auch glauben, dass das Wetter sich täglich verändern kann. Das kann ich alles glauben. Aber die Frage ist, wovon bin ich überzeugt? Bin ich tatsächlich davon überzeugt, dass es nach meinem Glauben passiert? Dass es passiert, was ich glaube, was ich an Intention habe? Dass meine Intention, meine wirkliche tiefste Intention, meine Überzeugung ist, weil wir haben alle so gute Intentionen, wir haben alle so gute Ideen, wir haben alle so gute Gutmensch-Geschichten laufen. Aber das ist scheißegal, weil was sich da draußen manifestiert, ist das, wovon ich tief, tief, tief überzeugt bin. Und diese tiefen Überzeugungen, das sind eben meistens eingeschränkte Überzeugungen, an Bedingungen und Voraussetzungen Zusammenhänge gekoppelte Überzeugungen. Ich kann das nur, wenn dann. Es geht nur so. Andere schaffen es, aber die haben es eben so und so gemacht und die haben das und das gebucht und haben das und das gelernt.
Aber das, was letzten Sonntag so tief, tief, tief gefallen ist, ist das Verständnis, das Wissen, die Erkenntnis, dass es nur darum geht, wer ich bin. Wer ich bin in dieser Situation, wer ich bin, wenn ich das habe, wer ich bin, wenn ich das bewirke, wer ich bin, wenn ich das tue. Und das ist der nächste tiefste Überzeugungsschritt, dass ich wirklich überzeugt bin, dass ich wirklich glaube, dass es darauf ankommt, wer ich bin als Mensch, wer ich bin als Frau, als Partnerin, als Mutter, als Geschäftsfrau, als Bewirkerin, als Schöpferin. Die meisten suchen halt immer noch im Außen. Und wenn das so tief fällt, wenn der Groschen so tief fällt, wenn es macht Glock, und die Erkenntnis ist klar, da draußen ist nichts, 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 was irgendeinen Einfluss auf mich hat. Keine Geschichte, keine vergangene Tat, keine vergangene Erlebnisse, keine vergangenen Erlebnisse, kein Seinszustand in meiner Vergangenheit. Wir haben viel gesprochen von braves Mädchen und böses Mädchen. Es sind übrigens die zwei Hauptseinszustände, in denen Frauen sich in ihrem menschlichen Design, in ihrem Human Design befinden. Und wenn der Groschen fällt, dass ich aus diesem Vorstellungswelt, aus dieser Vorstellungswelt, aus dieser bedingten Welt einfach herausspringen kann in mein Divine Design, dann ändern sich plötzlich all meine Überzeugungen. Alles ändert sich. Und das muss passieren, dass sich nachhaltig alles verändert. Dein Körper wird heil, dein Leben wird glücklich, deine Beziehung wird spannend, dein Sexualleben wird prickelnd. Aber das muss passieren. Und es ist nicht ein Seinszustand, eine Persönlichkeitsentwicklung. Du willst nicht eine Persönlichkeit. Du willst nicht ein Human Design. Du willst nicht etwas Beschriebenes. Du willst nicht etwas Vorgegebenes verändern und verbessern, sondern du willst in die ultimative Version deines göttlichen Selbst einsteigen. Weil da ist diese Power, da ist diese Überzeugungskraft, da ist dieses feste Fundament, da ist dieses, du wirst nicht mehr abgelenkt, du weißt, was zu glauben ist, du lässt dir keinen Bullshit mehr erzählen, du lässt dich nicht mehr blenden, du lässt dich nicht mehr ködern, du lässt dich nicht mehr manipulieren, sondern du weißt, wow, aus meiner Vorstellung heraus wird alles manifestiert und kreiert. Und du weißt es und du brauchst keine Regel mehr, du brauchst keine Formel mehr, weil du keiner Formel mehr folgst, sondern weil du weißt, wie es geht, wie es funktioniert, dass du der zentrale Punkt des Universums bist, dass du das Universum kreierst, dass du Gott bist. Und wenn du das weißt und wenn dieser Groschen gefallen ist, dann macht es bam, 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 bam. Radatit bang. Was ist alles passiert gestern? Was ist alles passiert? Es ist passiert, ich bin aufgewacht zu einem in der Telegram-Gruppe von Bigger Game zu einem sprudelnden Erkenntnis, wo es einer sonnenklaren Message, wo sie hatte, wo sie einfach plötzlich alles verstanden hat, wo sie plötzlich alles verinnerlicht hat, wo jedes Puzzleteil zusammengekommen ist. Ich habe es dann beschrieben, es ist wie wenn der Samen zum richtigen Moment in den Erdboden fällt und plötzlich alles sprießt. Ungefähr so fühlt sich's an. Und dann gibt es keine Unmöglichkeiten mehr,
dann gibt es keine Ängste mehr, dann gibt es keine Unsicherheiten mehr, dann gibt es kein, ich könnte abgelehnt werden mehr, dann gibt es kein, ich könnte es vielleicht falsch machen mehr, sondern dann ist da Klarheit und Wahrheit und Sicherheit, Entspannung, Freude und Glückseligkeit. Und das ist das, was wir alle wollen. Und wenn wir da angekommen sind, dann wird es uns klar, dass wir die Welt verändern können. Und nicht, dass ich irgendwo eingeschränkt bin, sondern ich bin die Welt. Ich bin die Welt, ich mache meine Welt. Aber dazu muss ich eben wissen, wer ich bin und mir erlauben, dass ich außergewöhnlich bin. Wir sind alle außergewöhnlich. Die Außergewöhnlichen erschaffen sich, erlauben sich ein außergewöhnliches Leben zu erschaffen. Aber wenn ich mir nicht erlaube, mich als außergewöhnlich zu betrachten, weil ich außerhalb des Gewohnten bin, des Eingeschränkten, des Bedingten, des Unterdrückten, des Unmöglichen, dann bin ich doch schon außergewöhnlich. Aber was heißt das jetzt? Wie stehe ich auf? Wie gehe ich? Wie lebe ich? Wie sehe ich die Welt? Wie spreche ich? Was kommuniziere ich? Ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, immer wieder, wie ich bin, wenn ich die bin, als jemand mich gesehen hat und wie ich da leben muss und wie ich da vielleicht rauskomme und weiterkomme. Und ich aber jetzt den Quantensprung mache und erkenne, dass ich tatsächlich diese außergewöhnliche Frau bin, schon mit allem, was ich habe, was ich mitbringe, was ich unterwegs gelernt habe, aber einfach per se, weil es jetzt schon da ist, weil es jetzt schon präsent ist. Wie sehe ich dann das Leben? Was ist dann mein Lebenskonzept? Was sind meine Lebensziele? Ja, und das ist genau das, wovon ich spreche in der Divine Design Business and Leadership Akademie. Dafür brauche ich ein klares Bild, weil Bilder, Vorstellungen und Bilder ist eben nicht nur ein Bild mit den Augen, sondern es ist eine Vorstellung, es ist ein Gefühl, es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Energie, die ich kreiere. Und wenn ich mir da nicht die Mühe mache, dann wird es keinen Wechsel geben, der nachhaltig ist. Dann wird es keine nachhaltige Veränderung geben. Ich muss diesen Job machen, weil ich ihn so viele Jahre zuvor auch so gründlich gemacht habe, aber einfach von einem falschen Standpunkt ausgehend, von einem falschen Selbstkonzept von mir ausgehend. Und das muss ich jetzt doch erneuern. Und da muss ich nicht tief poolen oder tief umprogrammieren. Die Umprogrammierung findet automatisch statt, wenn ich ja mir erlaube, in diese Energie, in diese Verkörperung, in diesen Seinszustand dieses kompromisslos göttlichen Wesens einzusteigen. Kompromisslos, bedingungslos. Es ist nur ein Jump, ein Sprung. Und da muss ich dort bleiben, wo ich hingesprungen bin. Da muss ich mit meinem Divine Design bleiben. Da muss ich das kennenlernen. Da muss ich das aushalten, wenn das manchmal unbekannt ist. Da muss ich immer wieder zurückkommen. Und das ist das Wichtigste. Und alles andere ist wirklich nur an der Oberfläche gerieben. Ich muss dieses tiefe Wissen verkörpern von Verstand, der mitträgt, bis ins Herz, bis ins Gefühl meines Körpers. Und das mache ich durch Klarheit, Wiederholung, neue Perspektive. Next. Nächstes Thema. Klarheit, Wiederholung, neue Perspektive. Jeden Moment meines Lebens bin ich bewusst. Von mir aus nimm das Wort Gewahrsam. Aber es ist nicht ein Starren in die Leere mit dem Ziel, nichts zu fühlen, in nichts und niemand zu sein. Das ist eine kurze Ausrichtung in diese Leere. Aber dann brauche ich eine Richtung. Und die Richtung geht Divine Design, Divine Design, Divine Design. Mein Divine Design. Meins. Ich bin. Und Jesus hat übrigens nie gesagt, ich bin die Leere. Ja, ich bestimme durch meine Intention, durch meine Klarheit und durch meine Wahrheit, was ist. Das ist Kreation, das ist Manifestation.
Und Manifestation ist nicht, ich starre was in der Meditation an oder ich wünsche mir was, sondern es ist das Ganze. Es ist das Ganze, dieses integrative Ich in meinem Divine Design als Master Manifestor, als Selbstverständlichkeit in meinem göttlichen Seinszustand. Und jedes Mal, wenn ich merke, ich galoppiere da wieder in die Welt der Beschränkten und der nicht Beschränkten in dem Sinne, sondern Eingeschränkten und der Unmöglichkeiten, dann muss ich wieder zurück. Und zwar so schnell wie möglich. Und das wäre ein Quantensprung. Der bringt mich so schnell wie möglich zurück. Und jetzt bin ich immer noch nicht dabei, euch zu erzählen, was gestern passiert ist, weil so viel passiert ist. Also als nächstes ist passiert, eine andere Mastermind-Teilnehmerin hat das Erlebnis ihres Lebens erlebt, nachdem sie überhaupt nicht mehr damit gerechnet hat, weil sie plötzlich die Frau war, die sie sein musste, um dieses zu erleben, kam das Erlebnis zu ihr und sie hat erlebt. Ein Traum, ein Wunschtraum ist in Erfüllung gegangen. Nicht, weil er von selber in Erfüllung gegangen ist, sondern weil sie endlich die Frau war. Die nächste Frau hat sich auch wieder ihren Wunschtraum erfüllt. Und auch nicht, weil sie gehustelt und gegrindet hat, sondern weil sie gemerkt hat, ich muss erst die Arbeit machen. Ich muss erst wissen, wer ich bin. Ich muss erst wissen, wer ich sein will, damit ich dieses Leben lebe. Und sie hat die Arbeit gemacht, die ich ihr vorgegeben habe. Sie hat es endlich gemacht. Es hat auch lange gebraucht, bis sie sich wirklich hingesetzt hat und diese Arbeit gemacht hat. Weil uns unser Verstand und unsere alten Gewohnheiten immer wieder davon abbringen. Und das ist doch wichtiger. Und erst putze ich mal die Wohnung und dann sollte ich doch das machen. Aber nein, ich muss mich hinsetzen mit meiner göttlichen Schöpferkraft und Kommandos geben. Und dazu muss ich eben auch das Kommando geben, wer ich bin. Ich muss mich selber kreieren. Ich muss mein Selbstkonzept haben. Ich muss mich selbst verkörpern in dieser göttlichen Version. Die muss ich natürlich auch erstmal kennenlernen. Die muss ich erarbeiten. Die ist mir zwar in die Wiege gelegt worden, aber leider Gottes sind mir ganz, ganz viele sogenannten Blocks oder andere Geschichten, Blockaden und alles, was ich jetzt noch glaube über mich und über das Leben und über die Menschen da draußen ist mir halt in den Weg gelegt worden. Und so muss ich das halt jetzt erstmal reinigen, dass ich da wieder hinkomme in diesen Seinszustand. Es geht um nichts anderes. Und du manifestierst als alles erstes deinen Seinszustand. Das tust du, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Du machst es die ganze Zeit. Und das ist die Energie, die du ausstrahlst. Und aus diesem Seinszustand kreierst du, manifestierst du dir dann die anderen Menschen, ja, das tust du, die anderen Menschen in ihrer Version, wie du sie sehen kannst. Du kreierst dir dein Leben, du kreierst dir dein Geld, du kreierst dir deine Beziehungen, du kreierst dir alles aus deinem Seinszustand. Und wenn du da draußen Sachen siehst, die du nicht haben willst, gilt es konsequent, permanent, unnachgiebig, mit einer Klarheit diesen göttlichen Seinszustand, dein Divine Design zu nageln und zu manifestieren. Und wenn du das verstanden hast, dann ist es dir vielleicht auch klar, warum ich sage, Business, Divine Business und Leadership funktioniert ohne Avatar. Weil, was will ich mit einem Avatar? Was will ich mit einem Avatar? Ich will mich, ich brauche mich, ich fokussiere mich auf mich und dann sehe ich die Welt da draußen so, dass es mir entspricht, dass es mir und meiner Business Mentality entspricht. Und daran muss ich arbeiten und ich muss mich nicht hinsetzen und sagen, okay, ich bin eine Frau, die ein Business anfängt, ich habe keine Ahnung, oder ich bin eine Frau, ich habe schon lange probiert, ein Business zu machen, aber es klappt nicht. Diese zweite Frau war ich sehr lange. Was muss ich machen? Was muss ich tun? Was muss ich noch lernen? Was muss ich noch schreiben? Was muss ich noch verbessern? Und es zeigt immer wieder zurück und sagt, dein Selbstkonzept. Du, was du verkörperst,
was in dir an Wahrheit gespeichert ist, an Überzeugung über dich selber und über das Leben da draußen. Das gilt es zu verändern. Und schwupp, hast du tonnenweise Avatare, die du niemals kreiert hast, wissentlich, die einfach plötzlich da sind. Du sagst, yes, 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 geil, wo kommt denn ihr her? Ja, ihr seid outgepusht aus mir, automatisch outgepusht. Die geilsten Avatare, die geilsten Traumkunden, die geilsten Traummänner, das geilste Traumerlebnis ist einfach ausgepusht, plopp, weil ich mich verändert habe und ich plötzlich andere Sachen auspushe, andere Sachen kreiere, andere Sachen manifestiere, weil ich mich verändert habe, weil ich mich zuerst selber manifestiert und kreiert habe in einer göttlichen, bedingungslosen Art und Weise. Ich versuche es immer wieder zu erklären, weil es ist so klar, es ist so der einzige Weg. Alles andere sind wirklich Irrwege, es sind Zeitfresser, es macht es schwer. Und dann habe ich noch mein super Hotel in Zürich, direkt am Flughafen mit Parkplatz manifestiert, meinen Hundesitter, der statt heute, gestern vor der Tür stand. Der stand aber vor der Tür, während der DHL kam, um mir mein Päckchen mit meinem Kitebag und meinen Finnen für den Kite, fürs Kiten in Ägypten zu bringen. Alles so fu, 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 alles plötzlich da, alles plötzlich golden. Und das sind diese Sachen. Und dann ging es weiter und weiter. Und dann habe ich was vergessen. Und dann kam das wieder. Und dann hatte ich da wieder ein Gespräch. Dann kam da wieder der Input. Ich war wirklich 12 Stunden unterwegs. Und es war alles so einfach nur Kreation, Manifestation, Kreation, Manifestation. Dam, 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 dam. Bis ich am Abend da saß und dachte mir, ho, wow, alles war ja schon da. Und plötzlich war ich auch da, wo sich alles wunderbar ergeben hat, wofür alles die Lösungen plötzlich aufgepoppt sind, weil ich die war, die es im Griff hat, für die alles gemacht wird, die alles annehmen kann, dass es für sie gemacht wird, dass die richtigen Ideen, nennen es Impulse, im richtigen Moment verfolgt und schon ist alles geregelt. Innerhalb von 12 Stunden, wo ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, ho, das muss ich noch alles machen, dass ich abfahren, abfliegen kann und plötzlich war es da. Alles. Und das ist eben genau das, was ich damit sage. Alles ist, wie du glaubst, doch ist es anders, als du denkst. Ja, weil du denkst wie ein Mensch. Und solange du denkst wie ein Mensch, dass du zu erreichen und so weiter und so fort, dass du dann dorthin kommst, wo du sein willst. Aber wenn du wie ein Gott denkst, dann denkst du in Living in the End, à la Neville Goddard. Und Living in the End heißt eben auch, dass du die Person bist, die im Ende lebt. Ja? Und das machen halt auch so viele falsch. Sie stellen sich eine Endvision vor, aber sie sind dann die Vorstellung, die Person, die sich diese Endvision, dieses Ziel vorstellt. Aber sie haben noch nicht die Person kreiert, die das lebt. Jetzt schon lebt. Jetzt schon so ist. Jetzt schon so kühn ist. Jetzt schon so leicht ist. Jetzt schon so im Vertrauen ist. Jetzt schon so locker ist. Jetzt schon so genießen kann. Darum geht's. Und das ist die Divine Design Reise. Und wenn sie in der Business Akademie angetreten wird und es geht um dein Business, dann geht es eben genau auch immer darum, zuallererst um dich als Business-Persönlichkeit, dein Business in dein Lebenskonzept, in dein Selbstkonzept oder nicht in, sondern das Ganze wirklich abzustimmen, integrieren und letztendlich ist es alles nur deins. Und in diesen 4 Monaten kann der Groschen fallen und gleichzeitig kann sich dein Business so outpushen, dass du diese Frau bist, die du eben sein willst. Und dieses Umzu, ich mache Business, um zu frei zu sein, ich mache Business, um zu entscheiden zu können, wann und wie ich arbeite. Ich mache Business,
um zu was Gutes zu tun. Ich mache Business, um meine Familie zu ernähren. Das braucht dich eigentlich dann gar nicht mehr groß zu beschäftigen, weil es ist die logische Konsequenz, wenn du die Frau bist, die frei ist, die eine Message hat, die sie mit ihrem Business verteilt und in die Welt hinausbringt. Wenn du die Frau bist, die logischerweise eine tolle Familie hat und die absolut im höchsten göttlichen Standard lebt, ja. Puh. Wenn du das alles in dir fühlst und kleine Bilder hast von mir aus und Szenen in deinem Leben hast, aber das brauchst du nicht mal, sondern du musst einfach nur sagen, ja, Divine Design, mein Divine Design, das ist das, was ich leben möchte. Und ich weiß den Unterschied zwischen Human Design, dem Altgelernten, dem Altgelebten und dem Divine Design, dem neuen Wissen. Aber es kommt alles nur immer zurück aufs Selbst. Und das erklären die allerwenigsten, weil sie lassen nicht gerne noch da irgendwo rumfummeln aus der Person heraus, die du glaubst zu sein. Aber der Anfang deiner Schöpferkraft, der Anfang deiner Kreation, der Anfang deines Business, der startet genau dann, wenn du verankert bist in deinem Divine Design und wenn du dein Leben ins Divine Design bringst. Und ich habe echt alles probiert, glaub mir. Ich lehre nur das, was ich weiß, was wirklich, wirklich langanhaltend, immer und in jeder Lebenssituation funktioniert. Dass du nie mehr aufgeschmissen bist, dass du nie mehr verzweifelt bist, dass du nie mehr ängstlich bist, dass du nie mehr in irgendeiner Abhängigkeit stehst, sondern dass du deine wahre Freiheit absolut hundertprozentig bedingungslos genießen kannst. Das will ich für dich. Und ich will, dass du ein Vorbild bist. Ich will, dass du wirklich diese Ausstrahlung hast, dass du das demonstrierst, dass dieses Wissen so tief in dir ist, dass du, egal ob du beim Metzger bist oder auf einer Bühne vor Hunderttausenden von Menschen sprichst, dass es immer die gleiche Ausstrahlung, die gleiche Message aus dir rauskommt. Und das ist die Message: Menschen, wir sind frei. Menschen, wir kreieren uns den Himmel auf Erden. Menschen, wir erlauben uns das Paradies und wir lassen uns nicht über diese Fehlkreationen von anderen, die vielleicht noch nicht diesen Sprung, noch nicht diese Wahrheit, noch nicht diese Klarheit ins Divine Design gefunden haben, irritieren, sondern ich gehe stur meiner Wahrheit nach. Und deswegen muss ich sie zuerst finden und verankern und verkörpern. Und diese Wahrheit, von der ich spreche, die kennst du, weil sie ist in jedem Menschen. Und es ist dieses, was ich vorher gesagt habe, das ist wie dieser Instinkt, der einen Hund antreibt. Das ist der gleiche Instinkt, der uns antreibt, zum Wachsen, zum Verstehen, zum Klarheit zu finden, zum Wahrheit zu finden. Und als allererstes, was wir alle tun, wir hassen es, wenn wir angelogen werden. Aber es ist so, dass wir nicht mal nur angelogen, verarscht oder manipuliert und kontrolliert werden, sondern es ist tatsächlich so, wir werden in einem Human Design Pool Becken Bewusstsein gehalten, wo wir uns gegenseitig die Bälle zuschieben und da musst du rausspringen. Da ist eng, da ist nicht schön. Und wenn du draußen bist, dann bist du Magnet für die anderen und du holst sie alle aus diesem Becken raus, wenn du weißt, was ich meine. Also, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren und noch mehr Klarheit da reinbringen, was wirklich der Unterschied ist zwischen Human Design und Divine Design. Ich erkläre es nochmal. Vielleicht anders, nicht vielleicht, sondern ganz sicher anders, am Donnerstag um 20 Uhr hier in der Gruppe, wo es auch eben um Divine Design geht. Ich gehe dann klar nochmal auf diesen Unterschied ein, was ich damit wirklich meine und was es dir hilft, wenn du es verstehst, was ich meine. Wenn du wirklich so denkst, wenn du dir erlaubst, so zu denken. Genau. Und
Ja, das ist eigentlich mal das Allernächste. Wenn du dich noch wirklich entscheidest, wenn du springst und sagst, ich mache jetzt Business genauso, wie es funktioniert, dann wäre das genial. Also, ich bin da für Fragen. Schreib mir und rock your life. Bis dann. Ciao.